Wir legen erstmal unser Bundle Cable. Moment mal, ich möchte das ja hier auch mit Marble haben. Soll ja dementsprechend noch ein bisschen was aussehen. So, Marble. Hier durch. Und jetzt könnte man eigentlich als nächstes die wobei das ist mir hier schon wieder ein bisschen zu tief. Jawohl, lieber zu tief als zu niedrig. So. Warte mal kurz. Ich guck mal kurz auf meinen Spickzettel, wie ich denn die Deployer angeschlossen habe. Habe ich mir das irgendwo so ein bisschen. Anscheinend ja nicht. Aber ich bräuchte, wie gesagt, hier gar nicht so tief gehen. Kommt, wir machen hier mal noch eine Reihe rein. Und dafür gehen wir dann quasi da, wo ich die Tiefe brauche, noch ein bisschen runter. Mit welcher Farbe Kabel habe ich die denn angeschlossen, die Deployer? Das ist eine gute Frage. Eine richtig gute Frage. Habe ich die eventuell mit weißen Kabeln angeschlossen? Ja, habe ich. Ja, wir brauchen auf alle Fälle noch weiße Kabel. Die werden wir uns mal eben holen. Das heißt, einmal kurz die Schere auspacken. Wo habe ich die denn schon wieder hingesteckt? Schere. Zack. Grün, 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 weiß, 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 weiß. So, gib her das Zeug. So ist brav. Drei Wolle ist immer gut. Wieso ist hier ein weißes Schaf drüben? Muss man nicht verstehen. So, dann werden wir uns noch ein paar weiße Kabel machen. Oh Gott. Das Ding, ich sag's euch, es wird riesig. Es wird aufwendig. Das ist eigentlich, wenn ich es mal so überlege, das erste richtig ganz große Projekt, was ich hier mache. So, weiße Wolle. Wolle, Wolle, Wolle. Hatte ich da nicht noch ein bisschen was? 36. Ja, okay. Nehmen wir mal mit. Darf ich vielleicht wieder raus? Dankeschön. So, gleich mal die weiße Wolle hier unten mit reinstecken. Und dann werden wir gleich mal die Deployer miteinander verbinden, ne? So, und dann muss das quasi. Ja. Ich muss mich nur erinnern, wie ich das Ganze gemacht habe. So, und zwar die andere Seite muss ja auch noch miteinander verbunden werden. Und das war jetzt auch Mist, denn ich habe vergessen, dass hier noch die Deployer sind. Das heißt, die Wand stört hier. Ja, das war mir irgendwo klar. Boah, der Platz hier, der Platz hier. Es ist Wahnsinn, wie viel Platz ich hier brauche. So. So, wie tief bin ich hier gegangen? Ich glaube dann noch einen nach unten, oder? Genau. Und das soll auch auf alle Fälle reichen. Beziehungsweise ich muss ja jetzt noch einen nach unten. Oh, Clay. Wow. So, zack, zack. Och, Menno. Es wird schon wieder Nacht. So, mal hier kurz die Sachen einsammeln. Und weißes Kabel. Und wisst ihr, was ich eigentlich überlege? Jawohl, das könnte man.
Wie würde das denn aussehen? Wir haben doch so viel Marble. Wenn wir das hier mit Marble dann quasi auskleiden. So. Okay. Hier kann auch noch Marble rein. Und wir haben schon wieder keinen Platz. Und dürfen natürlich auch schon wieder ins Bett gehen. Waren wir nicht erst gerade? Boah, Gott. Ich will doch hier nur weiterbauen. Und ich kann nicht, ich darf nicht, ich... So, das wollte ich auch noch machen. Dankeschön. Wow. Da war wieder ein kleines Lag. So. Weiter geht's. Kurz gepennt, ausgeruht. Ja, dann dürfen wir als nächstes doch noch ein bisschen den Platz erweitern. So. Aber da werde ich mir jetzt gar keinen großen Stress machen. Denn ich mach das einfach so, dann brauche ich nicht die ganze Wand versetzen. Okay. Marble. Hier. Denn mehr Platz brauche ich da nicht wirklich. Und ich sehe gerade meine Werkzeuge. Boah, was ist denn jetzt? Machen wir es eben so. So. Das heißt, die hier sind jetzt verbunden. Aber hier muss ich. Genau. Okay. Denn hier lasse ich dann quasi das Kabel nach unten gehen und wir haben auf alle Fälle zu wenig weißes Kabel. Dann einmal hier aufmachen. Hier könnte man doch eigentlich auch Marble reinlegen. Und ich sollte vielleicht mal meine Schaufel wechseln. So, einmal das hier und die könnte man auch gleich wechseln. Okay. Dann, Moment. Marble. Okay. Und hier dann das weiße Kabel runter und hier rüber. Hier rüber. Marble, Marble, Marble. Zack. Genau, und hier kann ich dann... Ja, ja, ja. Ich glaube, das wird schon was. Ich glaube, das wird was. So, das Bundled Cable können wir hier auch gleich mal verlegen. So, zumindest mal bis hierher. Dann kommt die nächste Reihe. Wo sind meine Deployer? Ah, hier. Ich hoffe, ich nehme jetzt nicht zu viel weg. So, ich muss einmal unter die Deployer. Und zwar noch eine Reihe.
Läuft da mein Timer noch? Na klar, der steht falsch. Dacht's mir doch. So. Der darf nicht einfach so laufen. Nächste Reihe Deployer, das heißt, Kabel. Marble. Moment. Der ist zu viel. Muss er noch eins tiefer rein? Gar nicht gesehen. Ne, halt, Moment. Das stimmte. So, ich brauche mal wieder ein bisschen was zum Essen. So. Weg mit dem Zeug. Klar, ich könnte jetzt auch mit dem Destruction Catalyst arbeiten, ne? Aber das ist mir dann doch ein bisschen zu riskant. Ja, genau. So, und das Kabel geht dann quasi hier runter. Das Kabel reicht nie und nimmer. Genau. Wieso habe ich eigentlich hier... Könnte man doch eigentlich... So. Machen wir das doch gleich mal, wenn wir schon dabei sind. Wenn, dann baue ich das Ding, habe ich ja gesagt, richtig. So, und das könnte man eigentlich... Ne, da brauche ich das Gras. Da brauche ich das, genau. Weg damit. Ne, Moment, das darf wieder bleiben. Und hier. Wieder zu viel Zeug im Inventar. So. Und ich sollte vielleicht mal den Clay mitnehmen. Zumindest so ein bisschen was. So, da kann noch ein Dreckbatzen rein. Und zugemacht. So. Da sieht das Ganze doch schon ein bisschen besser aus. Ach, hallo? Verweigerst du den Dienst an der Arbeit? Ich glaube es nicht. Er möchte heute die Arbeit niederlegen. Er möchte nicht mehr arbeiten. Dienstverweigerer. So. Auskleiden. Hallo? So, hier muss ich dann nur gucken. Da muss ich eine Reihe Erde reinziehen. Moment mal. Ich sehe da ein kleines Problem, das ich habe. Und zwar. Denn ich brauche eine Schicht Erde da oben. Ich möchte mal kurz was testen. Aua, ich brauche Erde. So, das heißt hier... Quasi. Ich
Hier kann zugemacht werden. So, und ab hier. Und das gleiche hier. Okay, einmal nach draußen. Ob das Ganze überhaupt so klappt, wie ich mir das denke. Denn hier muss sowieso Erde rein. Ich brauche mal kurz einen Eimer. Ich habe ja keinen dabei, oder? Nee. Das war jetzt natürlich, denn ich habe auf meiner Testwelt das Ganze ohne Marble gebaut. Mal eben schnell einen Eimer holen. Und die hier mitnehmen. Halt, das war die Kiste. Zwei Eimer. Och, hab mich doch gern, es wird schon wieder dunkel. Lauf doch. So, einmal Eimer, zweimal Eimer. Machen wir eben hier kurz die Rinne befüllen. Hier. Und hier. So, und dann einmal die Hau auspacken. Und hier das gleiche. Weil ich jetzt im Prinzip nicht weiß, ob das Wasser jetzt hier dann seinen Dienst tut. Aber wir gucken gleich. Och. Nicht, dass die Eier hier noch schlecht werden und das Stinken anfangen. Komm, pennen. Oh Gott. Also eigentlich dachte ich, dass ich ein bisschen schneller vorankomme. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Aber ja, man kann eben nicht alles haben. Es läuft immer ein bisschen anders, als man sich das eigentlich denkt. Wenn ich jetzt überlege, eine Stunde und 20 Minuten und ja. Was habe ich gesagt? 2 Stunden? Ob das reicht? Nö, nicht wirklich. So, wie sieht das denn aus? Wow, das geht sogar. Das geht sogar. Also das heißt, wenn ich das hier so mache, das hier so mache, dass das gehen müsste. Klar, das sieht jetzt nicht wirklich schön aus. Aber, wartet mal. Ich brauche ja hier nur einen kleinen Wartungstunnel. Und den muss ich mir natürlich beleuchten, ne? Machen wir das Ganze eben ein bisschen anders. Ich hatte doch mal Fackeln. Hallo, Fackeln? Ach, hier bin ich. Ich blinde Nuss. So, hier und hier. Beziehungsweise vielleicht hier. Dann hätte ich hier Licht. Und der Dreck hier wäre ein bisschen verdeckt. Genauso wie das gleiche wie hier. Marble. Wir brauchen Marble. So. Jo, warum nicht? Warum nicht? Das passt so. Das passt so. Das würde ich jetzt wirklich auch so lassen. So, ich muss einmal hier rüber auf die andere Seite. Das heißt, hier sind die Deployer. 1, 2 Feld. Dann müsste es eigentlich hier weitergehen. Nein. Das war... Feld? Feld? Deployer? Ich muss ja unter die Deployer, oder?
Ja. Ja. Passt schon. So, und gleich mal eins weitergraben, dass ich hier wieder ein bisschen Licht habe.